100 Tage vor dem Beginn der Heilig-Rock-Wallfahrt haben Bischof Stefan Ackermann, Wallfahrtsleiter Georg Betzing und Geschäftsführer Wolfgang Mayer in Trier über den Stand der Vorbereitungen informiert und das Programm vorgestellt. Im Jahr der geistlichen Vorbereitung sei bisher schon vieles auf den Weg gebracht worden. Ich bin ganz positiv überrascht, was an Initiativen, an Gestaltungsimpulsen alles entstanden ist. Jeden Tag gibt es eine neue Meldung, eine Gruppe, eine Pfarrei, ein Dekanat, ein Verband plant etwas im Vorfeld der Wallfahrt unter diesem Thema Erlösung. Weitere wichtige Veranstaltungen fänden noch bis zum Beginn der eigentlichen Wallfahrt am 13. April statt. Da ist zum einen das Internationale Ökumenische Forum Ende Januar, Anfang Februar, das ja sehr hochrangige Gäste nach Trier bringen wird und wo wir uns dann wirklich in der Gemeinschaft von Christen und Christinnen verschiedener Konfessionen dem Thema zuwenden, wie wir heute uns im Christsein bestärken können. Die Jugend hat einige Schwerpunkte noch im Vorfeld der Wallfahrt, ein Jugendforum, wo es einfach um Diskussionen von Fragen, die junge Menschen bewegen, mit Verantwortlichen des Bistums geht, unter anderem mit unserem Bischof. Dann wird die Jugend aber auch fromm, wenn sie den Jugendkreuzweg betet. Das ist ja ein bundesweites ökumenisches Angebot, in der Regel am Freitag vor dem Palmsonntag. Und die Verantwortlichen haben gesagt, euer Thema des Vorbereitungsjahres ist so überzeugend, wir wählen Erlöse uns als Thema dieses Jugendkreuzweges. Eine tolle Sache, die auch zeigt, mit wie vielen Kooperationen wir wirklich gesegnet sind. Und auch wenn der Papst nicht nach Trier zur Heilig-Rock-Wallfahrt kommt, hunderttausende Pilger aus der ganzen Welt werden sich auf den Weg machen und die Wallfahrt zu einem Fest des Glaubens machen, auf das sich auch die Organisatoren freuen, wenn auch bis dahin noch viel Arbeit zu erledigen ist. Ich freue mich auf Gespräche mit ganz vielen Menschen, die zur Wallfahrt kommen und bin auch wirklich interessiert daran, was bewegt Menschen heute, an einem solchen Glaubensereignis teilzunehmen. Ich weiß, da sind ganz viele tiefgläubige Menschen dabei, die sich jetzt ja auch schon freuen und innerlich vorbereiten. Aber ich glaube, da werden gerade auch durch das Interesse, das wir in den Medien erfahren, auch Menschen sein, denen wir sonst nicht einfach so begegnen, mit denen wir nicht so ins Gespräch kommen. Das ist für mich das Spannende an den 31 Wallfahrtstagen.